Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's, eure Claudi von Solad und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir zeigen, wie du nur mit drei Farben und einer Teilkarte ein hoffentlich spannendes und aufregendes Acrylbild zaubern kannst. Und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Viel Spaß dabei! Okay Leute, wir arbeiten heute auf einer 30 cm x 60 cm großen Leinwand. Für unser Farbspiel, was ich kreieren möchte, habe ich heute nur drei Farben. Wir arbeiten mit Ultramarinblau, mit 24K Gold und mit Türkisgrün von der Marke Amsterdam. Meine Farben sind im Verhältnis 1:2 mit Floetrol gemischt. Nun beginne ich auch direkt mit dem Auftrag. Ich habe mir überlegt, ich möchte die goldene Farbe in der Mitte platzieren. Ich werde nun beginnen, hier ungefähr in der Mitte erst einmal einen Streifen mit unserer goldenen Farbe auszufüllen. Ihr könnt gut erkennen, mein Streifen darf schon eine gewisse Breite haben. Wir arbeiten heute ohne Basisfarbe als Untergrund und wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir genug Farbe auf unserer Leinwand haben, um später alles schön zu bedecken. Die zweite Farbe, die ich einarbeiten möchte, ist mein Ultramarinblau. Diese Farbe gebe ich jetzt einmal oben und einmal unten entlang unseres goldenen Streifens. Die letzte Farbe, die ich verwenden möchte, ist Türkisgrün und diese platziere ich neben unserem Ultramarinblau. Einmal oben und einmal unten. Wie ihr gut erkennen könnt, versuche ich wirklich die Farben zueinander zu bringen. Jawohl. Als kleines Highlight gehe ich nun mit einem Rührstäbchen in meine goldene Farbe und möchte neben unserem Türkisgrün noch einen kleinen Streifen mit Gold ziehen. Ich nehme hier wirklich nicht viel Farbe, deswegen mache ich das auch mit dem Spatel. Das 24K Gold soll später unserem Acrylbild einen schönen Schimmer geben. So, und auf der Oberseite mache ich das gleiche. Ich trage noch einen dünnen Streifen goldene Acrylfarbe auf. Soweit, so gut. Meine Lieben, das soll es natürlich nicht gewesen sein. Ich habe euch ein spannendes Acrylbild versprochen. Nun werden wir swipen. Und dazu verwende ich heute meine Teilkarte. Und anders als bei gewöhnlichen Swipes möchte ich heute die Farben Schwarz und Weiß variieren, abwechselnd verwenden. Ich habe hier einmal Titaniumweiß und einmal Oxidschwarz vorbereitet. Das werden meine zwei Swipe-Farben sein und ich dachte mir, ich möchte in abwechselnder Reihenfolge mit diesen beiden Farben swipen. Meine Swipe-Farben sind etwas dünner angerührt als meine Basic-Farben hier oben. Manche Leute swipen gerne mit dickerer Farbe, andere swipen lieber mit dünnerer Farbe.
Für mich persönlich funktioniert es ganz gut, wenn die Swipe-Farbe einfach ein bisschen dünner ist als die Basisfarbe auf meiner Leinwand. Okay, soweit so gut. Ich bin aufgeregt. Ich beginne nun erst einmal den ersten Abschnitt in der Mitte mit schwarzer Farbe zu überdecken. Anschließend mit weißer Farbe. Dann wieder mit schwarzer Farbe. Soweit, so gut. So habe ich mir das vorgestellt. Nun werde ich beginnen, meine Swipe-Farbe über die vorher geschichteten Farben drüber zu ziehen. Und zwar starte ich mit der schwarzen Farbe, lege meine Teilkarte in die Farben und nun bedarf es ein bisschen Gefühl und ziehe die Farben nach unten. Und ihr könnt sofort sehen, dass hier ein tolles Farbspiel stattfindet. Schaut mal, wie schön die Zellen hier rauskommen. Ich liebe das. Meine Lieben, wichtig ist, wenn ihr nicht mehrere Teilkarten zur Verfügung habt, macht eure Teilkarte nach jedem Swipe wirklich ein bisschen sauber. Ich nehme hier einfach ein Stück Küchenpapier, wische sie ab und dann kann ich sie wieder verwenden für die weiße Farbe. Und seid ihr auch so gespannt, wie der weiße Swipe gleich aussehen wird? Von vorne, ich bin aufgeregt. In die weiße Farbe. Ein bisschen Gefühl und dann ziehe ich die Farben nach unten. Und auch hier gehen sofort unsere wunderschönen Zellen auf. Ich liebe das. Das sieht einfach so, so schön aus. Wegen den Rändern hier braucht ihr euch nicht sorgen, die werde ich später noch ordentlich machen. Erstmal mache ich meine Teilkarte sauber und swipe weiter in die schwarze Farbe. Und nach unten damit. Es ist einfach wie Magie. Ich finde das so schön. So, ich mache weiter mit dem weißen Swipe. Und ziehe nach unten. Das mache ich jetzt die ganze Länge, bis ich am Ende meiner Leinwand angelangt bin. Das ist so schön. So, ich werde hier noch ein bisschen korrigieren. Das ist ja das Schöne, ihr könnt immer wieder über die Farben drüber swipen. Und auch hier möchte ich noch eine kleine Korrektur vornehmen, bevor ich mich der anderen Seite widme. Jawohl. Ich meine, schon ist es wirklich wahnsinnig aufregend. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hinschauen soll. Jetzt ist es an der Zeit, meine Leinwand einmal umzudrehen. Und von vorne, meine Lieben, ich tippe meine Teilkarte in die schwarze Farbe und lasse die Farbe schön nach unten gleiten. Es ist fast ein bisschen schade um die darunter liegende Farbe, weil ihr könnt sehen, ich trage sie richtig ab von der Leinwand, aber das bringt einfach diese Technik mit sich. Damit muss ich leben.
werde ich hier an dieser Stelle noch ein kleines bisschen schwarzen Selectivator auftragen und noch einmal darüber gehen mit meiner Teigkarte. Und auch hier noch einmal. Sehr schön. Hier werde ich noch ein bisschen von meiner abgeswipten Farbe nachtragen. Ich möchte keine freien Stellen haben auf meiner Leinwand, aber wir haben hier genug Farbe abgetragen, um hier noch die letzten Ränder zu bedecken. Auch natürlich die Kanten müssen schön gecovert werden. So. Meine Leinwand wird noch einmal umgedreht. Natürlich möchte ich auch auf dieser Seite schön kaschierte Ränder haben. Ihr könnt sehen, ich mache es mir ziemlich einfach. Ich nehme mir einfach die abgetragene Farbe von meiner Leinwand wieder auf. Und wenn euch nun vorkommt, dass ihr noch unter Anführungszeichen unordentliche Stellen habt, so wie mir gefällt diese Passage nicht so gut. Einfach vorsichtig mit der Teigkarte in die weiße Farbe und zieht sie nochmal runter. Und schaut mal, der Zauber beginnt jedes Mal von vorne. Ich werde nun noch die nackigen Stellen auf meiner Leinwand ein bisschen kaschieren. Schau mir nun noch einmal das ganze Farbspiel an. Ich möchte eventuell hier an dieser Stelle noch ein paar kleinere Zellen haben, ähnlich wie hier. Dazu trage ich noch ganz wenig weiße Swipe-Farbe auf. Lege meine Teigkarte vorsichtig in die weiße Swipe-Farbe. Und swipe noch einmal nach oben. Und schon passiert's. Schaut mal, Leute, wie das schön aussieht. Ich liebe das. Ich sag euch, wie es ist. Würde ich mich entscheiden müssen, nur noch eine einzige Acryl-Puring-Technik machen zu dürfen, es wäre die. Also, das macht so viel Spaß, ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Hier trage ich noch ein kleines bisschen schwarze Farbe nach. Und swipe noch einmal nach unten. Vor allem an dieser Stelle hier. Ja. Was haltet ihr davon, hier noch ein paar kleinere Zellen zu schaffen? Ich glaube, hier wäre es auch noch ganz schön. Ihr könnt sehen, ich nehme nicht viel Farbe. Dann mache ich mein Palettenmesser noch einmal sauber. Das ist es, was ich sehen wollte. Okay, meine Lieben, schaut mich mal an.
Aber ich sag's euch, so macht Acrylpouring am allermeisten Spaß. Ich liebe das. Ich liebe die Swipe-Technik, ich liebe das Farbspiel von den Blautönen, was wir heute geschaffen haben. Es waren nur 3 Farben. Und wenn ich mir dieses Bild hier angucke, kann ich es gar nicht glauben. Ich hole euch jetzt ein Stück näher ran, damit ihr euch die Zellen, die wir geschaffen haben, mal ganz genau angucken könnt. Schaut mal hier. Also dieser Bereich hier, diese weißen Lasers nennt man das. Das sind diese Adern, die sich um die Farben herumlegen. Gehen toll zusammen. Ich finde es spannend, dass wir abwechselnd einmal schwarz und einmal weiß geswappt haben. Ich werde das unbedingt noch einmal mit einer roten Farbkombination ausprobieren, weil ich muss sagen, ich liebe es. Dieses Schätzchen werde ich noch mit einer Schicht Epoxidharz versehen, damit mir dieser schöne Glanz erhalten bleibt. Ich muss echt sagen, ich finde es richtig cool. Sagt mir mal bitte, wie ihr es findet. Mögt ihr die Swipe-Technik auch so gerne wie ich? Habt ihr es schon mal ausprobiert? Eure Meinung dazu interessiert mich brennend. Wenn euch mein Schatz hier genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir unbedingt gerne mit einem schmutzigen blauen Daumen nach oben. Und ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Macht's gut, meine Lieben.